Hallo, liebe Deutschlernende. Ja, heute machen die Raben sehr viel Krach. Hört ihr sie? Raben oder Krähen? Ich weiß es nicht genau. Heute schwarze Vögel, ja. Raben, Krähen, die machen Krach. Nee, heute möchte ich mit euch über eine essentielle Fähigkeit reden. Und ich denke, es ist eine Fähigkeit. Und zwar geht es darum, im Hier und Jetzt glücklich zu sein. Ja, es ist sehr wichtig, dass man sein Leben so lebt, dass man auch jetzt glücklich sein kann. Ja, wenn wir viele Ziele haben, ja, und wenn ihr mich kennt, ich habe viele Ziele und ich habe große Ziele und ich möchte euch auch immer dazu inspirieren, euch große Ziele zu suchen und diese Ziele zu erreichen. Ja, aber wenn wir uns diese großen Ziele setzen, dann tappen wir manchmal in die Falle, dass wir uns sagen, okay, in 5 Jahren, wenn ich mein Ziel erreicht habe, dann werde ich glücklich sein. Ja? In 5 Jahren, in 10 Jahren, wie auch immer, wie lange das auch dauert. Ja? Und das ist, ich denke, das ist nicht gut. Und ich denke, dass man die Fähigkeit, glücklich zu sein, verliert. Ja, wenn ich zum Beispiel mir das Ziel setze, okay, ich möchte jetzt so schnell wie möglich in Rente gehen. Ja, ich möchte viel arbeiten, viel Geld machen und das Geld gut anlegen, um dann so früh wie möglich nicht mehr arbeiten zu müssen. Ja, zum Beispiel. Und dann kann ich in die Falle tappen, dass ich mir sage, okay, ich mag es nicht zu arbeiten und ich muss das einfach aushalten und ich bin aber glücklich. Sobald ich in Rente gehe, bin ich glücklich. Ja? Und wenn man dann aber in Rente ist, dann hat man verlernt, glücklich zu sein. Ja? Und deswegen ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, dass man sich angewöhnt, jetzt glücklich zu sein. Ja, denn wir haben nur ein Leben und wir sollten unser Leben nicht vergeuden und deswegen sollten wir jetzt glücklich sein. Und das ist auch etwas, was ich zugegebenermaßen manchmal vergesse. Ja, dass ich zugegebenermaßen nicht im Hier und Jetzt so glücklich bin und dann muss ich mich daran erinnern, Dinge zu tun, die mich glücklich machen, ja, dass ich auch Spaß habe an dem, was ich mache und dass ich mich nicht unter Druck setze, ja, manchmal setze ich mich unter Druck und dann funktioniert das alles nicht mehr, ja, ich bin nicht mehr glücklich, ich bin auch nicht mehr produktiv und deswegen ist es wichtig, im Hier und Jetzt glücklich zu werden, ja, und ich wollte noch das Wort zugegebenermaßen erklären, ja. Also man sagt zugegebenermaßen, zum Beispiel zugegebenermaßen habe ich ein Problem damit. Ja, das ist dasselbe, als wenn ich sagen würde, ich muss zugeben, dass ich damit Probleme habe. Ich muss ehrlich sein und sagen, dass ich damit Probleme habe. Ja, das heißt zugegebenermaßen. Und meine Güte, ist hier alles laut, ja? Also die Vögel machen echt einen Krach, ja? Die Vögel sind heute sehr, sehr laut, scheint es mir. Und wir haben auch ein Flugzeug irgendwo. Ja, aber kein Problem, kein Problem, ja? Genau, das ist eben die Sache, ja? Es gibt ein paar Sachen, über die ich mich potenziell aufregen könnte. Ja, ich könnte mir jetzt sagen, warum funktioniert das nicht? Warum machen die so viel Krach? Ne? Aber ich entscheide mich dazu, im Hier und Jetzt glücklich zu sein. Ja? Indem ich einfach tief Luft hole und mir sage, hey, ist ja alles gar nicht so schlimm und ich gehe meinen Weg und ich bin jetzt glücklich. Und ich unternehme auch Sachen, um jetzt glücklich zu sein. Ja? Ich gönne mir Pausen, ich gönne mir
ja, auch leckeres Essen. Ich gönne mir Zeit mit meinen Freunden, weil ich im Hier und Jetzt glücklich sein will. Ich hoffe, das war hilfreich. Ich hoffe, das war inspirierend. Hab hohe Ziele und verfolge diese Ziele, aber sei auch im Hier und Jetzt glücklich. Vielen Dank fürs Anschauen und wie immer bis morgen. Tschüss.